Hey, was geht? Heute gucken wir uns mal 25 respektvolle Momente im Sport. Und was heute, glaube ich. Ja, lass uns loslegen. Ja, letzte Tage kam nichts so, ich mache ein bisschen Pause. Ich glaube, jetzt halt auch alle im Urlaub meistens von euch. Wenn wir Ferien, also mache ich auch ein paar Wochen raus ein bisschen. Aber es kommt ab und zu was hoch. Warte mal, ich gucke noch richtige Beleuchtung. Ja, so muss es gehen. Lass uns loslegen. Und play. Sport ist auch ein harter Wettbewerb zwischen professionellen Spielern, die alles tun würden, um zu gewinnen. Neben der Tatsache, dass es... Was war denn? Okay, so. Doch irgendwie alle zu unseren Lieblingssporthelden aufschauen, sind wir aber auch eigentlich nur Menschen. Ja. Und manche von ihnen zeigen im Sport sogar Höflichkeit und Respekt. Heute haben wir für euch 25 Momente, in denen Sportler außerordentlichen Respekt gezeigt haben, zusammengestellt. Du bist Bin ich bereit mal für diesen Kanal? gespannt. Dann vergiss nicht, uns zu abonnieren und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Bevor wir anfangen, gib einen Daumen hoch. Nummer Jeder 25. Wunsch auf uns und sie. In diesem Video sehen wir ein Match zwischen zwei Tennisspielern beim Tennisturnier Brisbane International. Der Bulgare Grigor Dimitrov tritt gegen den Engländer Kyle Edmund an. An einem Okay. Punkt fällt Kyle zu Boden. Dimitrov sieht es und springt über das Netz, schützt ihn und hilft ihm schließlich vom Tennisplatz. Trotz der Tatsache, dass sie sich in einem Viertelfinale befanden, zeigt Dimitrov viel Sportgeist und Respekt gegenüber seinem Gegner. Respekt, Alter. Nummer 24. Alistair Brownlee ist ein britischer Triathlet, der dreimal an den Olympischen Spielen teilgenommen hat. Er wurde einmal Olympiasieger und mehrfach nationaler Ali. Meister im Triathlon. Oh Im Jahr Mann. 2016 nahm er zusammen mit seinem Bruder Johnny an den Triathlon-Weltmeisterschaften auf der olympischen Distanz teil. Mann. Dies ist ein sehr zermürbendes Rennen. Als er sah, wie Johnny kurz vor der Ziellinie stehen blieb, beschloss er, ihn bis zum Überqueren der Linie zu unterstützen und opferte dafür seine eigene Zeit auf. Nummer Ja. 23. Neymar gilt als einer der besten Neymar. Fußballspieler der Welt. In diesem Video sehen wir einen jungen Fan, der es irgendwie schafft, auf das Spielfeld zu gelangen, dann aber von Wachleuten aufgehalten wird. Das Spiel zwischen Brasilien und Südafrika war gerade zu Ende und Wann der war Junge das? wollte ein Foto mit dem weltberühmten Spieler machen. Als Neymar das sah, sagte er den Wächtern, dass es in Ordnung sei und er ein Foto mit seinem Fan machen würde. Er lud den kleinen Jungen sogar ein, den Rest des Teams kennenzulernen und sie alle hoben ihn hoch, was sicherlich zu einem unvergesslichen Moment im Leben des kleinen Jungen wurde. Respektvoll, Mann. Nummer Gut. 22. LeBron James ist ein amerikanischer Dann. Profi-Basketballspieler, der als der beste Spieler der NBA gilt. Er spielt derzeit für die LA Lakers, aber während eines Preseason-Spiels zwischen den Cleveland Cavaliers und den Atlanta Hawks hatte LeBron James eine coole Idee, als die Schiedsrichter auf die Anzeigetafel schauten. Er schlug nämlich mit einigen Fans die Fäuste zusammen und entschied sich dann, ein paar Selfies mit dem Handy eines anderen Fans zu machen. Cool. Nummer 21. In diesem Video gibt Jordan Tutu, ein kanadischer Eishockeyspieler, einem jungen Fan seinen Schläger. Jordan war auf dem Weg zur Umkleidekabine, als er sah, dass der Junge den Spielern High Fives gab. Daraufhin beschließt er, ihm seinen Eishockeyschläger zu geben. Wie ihr sehen könnt, ist der Fan sehr glücklich darüber und seine Reaktion ist wirklich unbezahlbar. Schon mit 4 Monaten fing der kleine Junge an, sich Eishockeyspieler anzugucken. Kein Wunder, dass er so glücklich war. Nummer 20. Hier sehen wir einen Fußballspieler, der zu Boden geht, als er angegriffen wird. Der Gegner hat ihn jedoch nicht berührt, aber der Schiedsrichter entscheidet sich trotzdem dafür, ihm einen Elfmeter zu geben. Und das, obwohl der Fußballspieler sagte, dass er nicht getroffen wurde. In einem anderen Video passiert eine ähnliche Situation. Der Spieler bekommt einen Elfmeter zugesprochen und entscheidet sich, den Ball nur ein bisschen nach vorne zu schießen, wodurch er den Elfmeter verliert und damit viel Respekt zeigt. Respekt. Nummer 19. Kabala hat auch mal so eine Jack Aktion Sock ist ein gemacht. Tennisspieler aus den Vereinigten Soll ich mich Staaten. erinnern? Er begann sehr spät, nämlich im Alter von 18 Jahren mit dem Tennisspielen und kann trotzdem bereits mehrere Titel vorweisen. Er ist nicht nur ein guter Tennisspieler, sondern zeigt in diesem Video auch, dass er ein toller Mensch ist. Sein Gegner, Feliciano Lopez, schlägt den Ball auf und trifft eine Frau mit einer Geschwindigkeit von Oh. 204 Kilometer pro Stunde. Das Jack war scheint weh. sehr besorgt zu sein und geht auf die Frau zu, reibt ihr den Kopf und küsst die Stelle, an der sie getroffen wurde. Nummer 18. 18, was haben wir da? In diesem Video macht Tottenham Hotspur, eine Fußballmannschaft aus London, einen Traum für einen Jungen mit einer Behinderung wahr. Sie geben ihm die Möglichkeit, seinen Lieblingsfußballer zu treffen und den Ball herumzuschlagen. Hey, diese Nummer mit Kane nervt langsam irgendwie, gell? Ich glaube, wir bekommen den nicht die Bayern. Diesen, das muss
muss ein wirklich toller Moment für den Jungen gewesen sein. Und es ist eine sehr nette Geste, dass die Fußballmannschaft den Jungen eingeladen hat, um das Spiel zu sehen. Nummer 17. 17, was haben wir da? Novak Djokovic ist ein serbischer Tennisspieler. Er gilt als einer der besten Tennisspieler aller Zeiten und hat 16 von 25 Grand Slam-Turnieren gewonnen. Während eines verregneten Matches hält ein Balljunge einen Regenschirm über Novaks Kopf. Dann hält er selbst den Schirm und bietet dem Jungen ein Getränk an. Als die Zuschauer dies bemerkten, klatschten sie für diese schöne Geste. Nummer 16. In diesem Video sehen wir ein Fußballspiel zwischen Portugal und Lettland. Am Ende des Spiels kommt ein junger Fan auf das Feld gelaufen. Bevor die Wachen ihn auffangen können, rennt der Junge zu Cristiano Ronaldo, um ihn zu umarmen. Ronaldo wird manchmal als sehr egoistisch angesehen. Aber wenn man diese Momente sieht, kann man erkennen, dass er sich um seine Fans, zumindest die Jüngeren, kümmert und sogar ein Foto mit ihnen macht. Nummer 15. Leonard Fournette ist ein amerikanischer NFL-Spieler, der für die Jaguars spielt. Nach dem Spiel geht Leonard auf einen Guck jetzt, wie viel NBA der Junge mit Handicap ist ein großer Fan des Teams und in diesem Moment zeigt Leonard, dass er ein guter Mensch ist. Er nimmt sich etwas Zeit, um einen unvergesslichen Tag zu bereiten. Leonard gibt ihm ein Autogramm und umarmt den Jungen, was den Jungen sehr glücklich stimmt. Nummer 14. Dieser Moment des Respekts im Sport passiert während eines Judo-Kampfes zwischen dem ungarischen Judoka Laszlo Csoknai und dem Briten Max Stewart bei der Judo-Europameisterschaft. Max verletzt sich und Laszlo beschließt, ihn von der Matte zu tragen. Er hätte das sicher nicht tun müssen, damit zeigt er aber viel Respekt gegenüber seinem Gegner und dem Rest der Welt. Vorher war der Kampf oftmals groß angekündigt worden. Schon mal Karate. Ja, immer. Diego Sanchez ist ein UFC-Leichtgewichtskämpfer. Im Jahr 2017 lud er seinen größten Fan zu einem Kampf gegen ihn selbst ein. Marquez ist 32 Jahre alt, hat Trisomie 21 und wird während des Kampfes vom Publikum ordentlich angefeuert. Natürlich lässt Diego ihn gewinnen, aber man kann sehen, dass er Marquez damit wirklich eine große Freude gemacht hat. Nummer 12. Joel Embiid ist ein kamerunischer Basketballspieler, der als Center für die Philadelphia 76ers spielt. In diesem Video sehen wir ein dreijähriges Kind, das sein größter Fan ist. Sie schaut sich nämlich alle seine Spiele zusammen mit ihrem Vater an. Weil das Video des Mädchens auf Twitter viral ging, wurde sie eingeladen, Joel bei einem Basketballspiel der 76ers kennenzulernen. Während dieses Videos gibt sie ihrem größten Idol ein High Five, worüber sie sich sehr freut. Nummer 11. Christian Pulisic ist ein amerikanischer Fußballspieler, der seit Januar 2019 für den Fußballclub Chelsea spielt. Bei einem Interview nach dem Spiel rennt ein kleiner Junge auf das Spielfeld und fragt Pulisic, ob er sein Trikot haben kann. Natürlich darf der Junge nicht auf das Spielfeld laufen und wird bald darauf weggeschleppt. Pulisic sieht das und beschließt, ihm hinterher zu laufen und gibt ihm zwar nicht sein T-Shirt, dafür darf der Junge allerdings ein Selfie mit ihm machen. Ja. Nummer 10. Derek Redmond ist ein ehemaliger Leichtathlet aus dem Vereinigten Königreich, der sich auf den 400-Meter-Lauf spezialisiert hat. Im Jahr 1994 nahm Derek an den Olympischen Spielen teil. Als er in der Spitze lag, zog er sich plötzlich eine Verletzung an der Kniesehne zu. Trotz der Tatsache, dass er starke Schmerzen hatte, versuchte er weiter zu humpeln. Sein Vater rannte daraufhin zur Strecke, um ihm zu helfen. Das ist eigentlich nicht erlaubt, aber für die Zuschauer war das sicherlich ein sehr schöner Vater-Sohn-Moment. Nummer 9. In diesem Video sehen wir ein Ballmädchen, das einem Fan in der ersten Reihe den Ball schenkt. Ein Ball von einem offiziellen Spiel zu bekommen, ist für viele ein großer Traum. Und für diesen Fan ist er in Erfüllung gegangen, bis er beschließt, den Ball nicht selbst zu behalten. Oh, Baseball ist sowas von langweilig, ich sag's euch, ich hab's schon mal gesehen, nie wieder. Mit großen Augen auf den Ball geschaut hatte. Mann. Nummer 8. Aber trotzdem, gute Reaktion, Mann. Nach Meinung vieler ist Cristiano Ronaldo der beste Fußballspieler der Welt. Und er hat auch schon oft bewiesen, dass er auch ein guter Mensch ist. In einem Spiel zwischen Portugal und Uruguay hilft Ronaldo seinem Gegenspieler Edison Cavani vom Feld, nachdem dieser sich verletzt hatte. Natürlich hätte er bei der WM, glaube ich, gell? Sich es trotzdem zu tun. Obwohl Portugal verloren hat, war dies ein respektvoller Moment von Ronaldo. Ja, stimmt, wir haben verloren. Und dann gegen Frankreich raus, gell? Während der Olympischen Spiele machten sich die Frauen für das 5000-Meter-Rennen bereit. An einer Stelle stolpert Nikki Hamlin und fällt zu Boden. Daraufhin stürzt auch die Amerikanerin Abby D'Agostino. Abby stand schnell wieder auf, aber anstatt das Rennen fortzusetzen, half sie Nikki beim Aufstehen. Augenblicke später stellte sich heraus, dass auch Abby selbst Schmerzen im Knöchel hatte. Es ist unglaublich, wie sie es geschafft haben, das Rennen zu beenden. Als sie an der Ziellinie ankamen, umarmten sie sich. Und beide kamen trotz ihres Sturzes ins Finale. Wie? Nummer 6. Mann. Auf diesem Video sehen wir ein Charity-Rugby-Spiel. Ein vierjähriger Junge geht auf das Spielfeld. Wahrscheinlich wusste der Junge nicht, dass das eigentlich verboten ist. Aber anstatt ihn sofort vom Feld zu werfen, gaben ihm die Rugby-Spieler den Ball. Die Rugby-Spieler taten so, als wollten sie den Jungen angreifen und versuchten ihn zu fangen und ließen ihn schließlich ein Tor schießen. Dies war wahrscheinlich eine unglaubliche Erfahrung für den kleinen Jungen. Cool. Nummer 5.
Mann, Mann, Mann. Hier sehen wir einen Jungen, der gerne den berühmten Fußballspieler Messi treffen würde. Bevor er das Gebäude betritt, sieht Messi, dass die Wachen den Jungen wegschicken. Daraufhin sagt er dem Wachpersonal, dass sie den Jungen zurückbringen sollen und beschließt, ein Foto mit ihm zu machen, was eine unglaublich schöne Geste ist. Der Junge hat nun ein Bild mit Messi und wird diesen Moment wohl nie vergessen. Nummer 4. In den folgenden Videos ist ein russischer Eishockeyspieler namens Damir Bukovic zu sehen, der seinen Schläger über die Glaswand wirft. Der kleine Junge, der den Schläger fängt, kann sein Glück kaum fassen. Schließlich fängt er sogar an zu weinen. Der Junge trägt auch das gleiche Hemd wie Bukovic, was darauf hindeutet, dass er ein großer Fan von ihm ist. Später machte der Hockeyspieler auch noch ein Foto mit dem kleinen Fan. Nummer 3. Bradley Lowery war ein 5 Jahre alter Fan des englischen Fußballvereins Sunderland AC. Der Junge hatte Krebs und die ganze Mannschaft schenkte ihm die beste Zeit seines Lebens, indem sie ihn auf das Spielfeld ließen und ihn einen Elfmeter schießen ließen. Der Torwart ließ den Jungen natürlich auch ein Tor schießen und das machte den Jungen sehr glücklich. Es war ein Tag, den er nie vergessen würde. Bradley war so beliebt, dass er zu Weihnachten mehr als 250.000 Weihnachtskarten zugesandt bekam. Nummer 2. In diesem Video sehen wir einen Sambo-Wettkampf, eine russische Form des Judo, zwischen zwei Olympioniken. Amir Gassimov in Rot und Stadtschepan Papu in Blau. Sie sind beide unglaublich müde. Nachdem Papau den Kampf gewonnen hat, ist der Gegner nicht mehr in der Lage aufzustehen. In diesem Moment beschließt Papau aus Respekt, ihn aufzuheben und ihn ein bisschen zu tragen. Nummer 1. Also, was haben wir da? Während der Olympischen Spiele 2012 hat ein 16-jähriger Freiwilliger namens George beim Tragen der Ausrüstung für die Athleten. An diesem Tag trug er die Ausrüstung von Usain Bolt, dem zurzeit besten Sprinter der Welt. George sagte Usain, dass ihm seine Mütze gefällt und Usain beschloss, die ihm zu schenken. Das ist wirklich eine tolle Geste von Usain Bolt gewesen und George wird die Mütze wohl bis zu seinem Lebensende sorgfältig aufbewahren. Was war eurer Meinung nach der schönste Moment? Okay, das war ein absoluter Ehrenmann. Respekt. Ja, das war's mit dem Video heute. Ja, wir sehen uns morgen wieder mit einem neuen Video. Bis dahin. Nee. Heute spielt, wo es aufnehmen. Ich glaube, es kommt am Donnerstag oder so. Mal gucken. Bis dann. Tschüss. Ja, lass.